Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Einsteiger-Guides für Fortnite Rettet die Welt. Und ja, wer den letzten gesehen hat, wird sich erinnern, das war irgendwie eine blöde Fläche und ich wollte trotzdem irgendwie einen Fallentunnel bauen. Der war ja schon nicht schlecht hier mit dicken Elektrizitätsfeldern, hier bzw. hier und hier eine Deckengasfalle und hier vielleicht auch Deckengasfallen oder was auch immer. Ja, so. Aber es geht auch noch anders. Wie? Ich verzichte auf diese Falle. Hä? Wieso? Verstehe ich nicht. Wieso verzichtest du jetzt auf die Falle? Ich zeig's euch. So, wir gehen immer noch davon aus. Ich gehe nochmal schnell zurück, um nochmal die... Sie kommen von hier. Und sie kommen hier nicht durch, weil hier irgendein Hindernis ist, was sie nicht überwinden können. Ne? Also sie laufen, in dem Fall wäre es ja sogar tatsächlich das Wandhindernis, wobei das dann eine Wand zu viel wäre. Also das ist keine Wand, sondern irgendwas anderes. Ne? Sie müssen also hier lang, weil dort oben, und ich gehe nochmal hoch, da oben ist das Ziel. Also hier, das mache ich mal schnell. Na? Hier ist das Ziel, die drei Ziegelwände. Jetzt verzichte ich hier auf eine Falle. Aber hat der nicht die ganze Zeit irgendwie gepredigt, baut so viele Fallen wie nur irgend möglich? Und jetzt verzichtet er auf eine? Ja. So, wir haben ja gesagt, der muss weg. Und der muss auch weg. So. Wir haben ja gesagt... Sie kommen von hier, gehen hier lang. Hier kriegen sie auf jeden Fall Pfeile ab. Und zwar schon, wenn sie hier stehen. Hier kriegen sie was auch immer für eine Wandfalle ab, also die Schaden macht. Auch hier eine Wandfalle, die Schaden macht. Und auch hier eine Bodenfalle, die Schaden macht. Aber nun könnte man das auch ändern, wenn wir nämlich hier... falsche Taste. Bodenkatapult einbauen. Das Bodenkatapult schleudert sie nach oben. Also so höher, als ich jetzt springen kann. Aber sie kommen hier gegen diese Decke. Diese Decke ist schräg. Das heißt, sie werden bam, hierher geschleudert. Von da unten nach hier oben. Ihr Ziel ist immer noch hier geradeaus, ne? So. Jetzt müssen wir ihnen natürlich einen Weg freiräumen, der... der sie auch wieder zum Ziel bringt. Also machen wir das. Die war falsch. So. Jetzt. Also, sie kommen hier hoch. Bam, bam. Und wollen dahinter. Jo, lassen wir sie auch. Aber erstmal müssen sie an diesen zwei Wandfallen vorbei, die wir da bauen werden. Sie müssen hier durch. Müssen an diesen Wandfallen, Deckenfallen, Bodenfallen vorbei. Na. Müssen hier durch. Zip. Und hier würden sie jetzt angreifen. Natürlich haben wir hier auch noch eine Wandfalle. Und natürlich... das machen wir mal weg hier. Haben wir hier natürlich auch noch Wandpfeile, die nach hier vorne schießen. So, jetzt muss man hier natürlich sagen, wir haben ja was zu verteidigen. Also das hier ist natürlich ein Gebiet, das wir verteidigen. Was auch immer es ist. So, das heißt, sie könnten jetzt, wenn sie von hier kommen, also sie wurden hier hochgeschleudert, laufen hier lang. Laufen hier durch. Sie könnten jetzt diese Wand angreifen oder diese. Deswegen hier auf jeden Fall auch noch eine Falle bauen. Also eine Falle, die Schaden macht. Und natürlich auch hier nochmal Wandpfeile bauen, die da dagegen schießen. Warum ich hier immer übrigens offen lasse, da komme ich auch noch dazu. Das ist auch noch ein Einsteiger-Guide wert. So. Mehr Platz haben wir nicht, sonst hätten wir noch einen Slalom mehr bauen können. Also nehmen wir mal an, wir hätten hier keinen Platz mehr.
Der Grund ist auch einfach, ich will euch natürlich noch was anderes zeigen. Mit diesem Bodenkatapult schießen wir natürlich nicht alle hoch, aber einen Teil schießen wir hoch. Und die, die wir da hochschießen, ich bin mir sicher, da kommen von denen kommen nur noch ganz wenige hier an. Und zwar egal in welchem Level, wenn ihr genügend Schaden hier macht. Und genügend Schaden macht ihr mit genügend Fallen, die eben genügend Schaden machen. Und ihr müsst euch natürlich Kombinationen überlegen. Also es ist natürlich so, ihr könntet jetzt sagen, okay, komm, wir legen hier, sag mal, heute habe ich es aber auch mit meinen Tasten. Wir legen hier, na, wo sind sie denn? Nur einziehbare Bodenstacheln, die machen ordentlich Schaden. Super Sache. Kann man nicht anders sagen, super Sache. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, ich mache hier, habe ich hölzerne Decken, Bodenstacheln, ja. Ich mache hier hölzerne Bodenstacheln hin. Wo sind sie denn? Damit verlangsame ich natürlich diesen Mob, der hier hochkommt. Das heißt, sie brauchen länger und lösen dann vielleicht diverse Fallen mehr als einmal aus. Also auch das ist zu überlegen. Da tatsächlich zu sagen, okay, ich mache hier nochmal ein paar Bodenstacheln irgendwie hin. Hölzerne Bodenstacheln, nicht einziehbare Bodenstacheln. Ähnliches natürlich auch. Man könnte auch vielleicht hier oder da, also hier oder da, nochmal einen Bodengefrierer machen. Aber man kann hier natürlich auch noch einen Wandkatapult machen. Und auf Schaden verzichten. Der Wandkatapult haut sich hier rein. Dann haben wir nämlich hier auch die Möglichkeit, nochmal Schaden zu machen, nochmal Schaden zu machen, nochmal und nochmal Schaden zu machen und auch hier nochmal Schaden zu machen. Also wobei, diesen Schaden würden wir auch kriegen, wenn wir hier sind, wenn wir hier Wandpfeile nehmen. Ne? Klar, die schießen bis hierher. Aber diese vier, die würden wir natürlich zusätzlich an Schaden machen. Und das ist natürlich nicht zu verachten, wobei da könnte man natürlich ein Deckenelektrizitätsfeld machen. Auch wenn wir hier das Wandkatapult nicht hatten, würden wir hier Schaden kriegen. Ne? Klar, das kennt ihr von meiner letzten Folge. Aber hier kann man natürlich jetzt auch Deckengas machen oder irgendwas anderes. Und hier natürlich rundum viel, viel Schaden verursachen. Ein Teil, nachdem natürlich dieses Katapult ausgelöst hat und ein Teil da hoch sind, wird natürlich der restliche Teil hier wieder langlaufen und wird sich der wenigeren Fallen bezichtigen, um dann hier oben anzukommen. Klar. Das ist halt so, das lässt sich auch nicht vermeiden. In diesem Konstrukt bisher lässt sich das nicht vermeiden. Oder? Moment, was hat er gerade gesagt? Ich könnte doch auch hier einen Wandkatapult setzen. Ja, natürlich. Und, ich könnte auch hier eine Schräge setzen. Ja, natürlich. Was muss hier hochkommen? Ich brauche mal schnell eine Leiter. So. Ja, ne? Und dann kann ich auch hier zumachen. Ich werde euch gleich noch sagen, warum ich da zumache. Das ist nämlich noch so ein kleiner Trick. So. Na? Zap. So. Sie kommen also von... ich will nicht runterfallen. Sie kommen also von hier oben. Bam! Werden hier lang geschleudert. Zack! Jetzt kann ich hier Bodengefrierer machen, um sie ein bisschen länger aufzuhalten. Oder ich mache hier einziehbare Bodenstacheln, um wirklich Schaden zu verursachen. Ich würde euch jetzt tatsächlich empfehlen, einen Bodengefrierer zu nehmen. Weil ihr wollt ja nicht, dass die sofort wieder runterkommen, weil dieser Bodenkatapult braucht ja eine Zeit, bis er wieder aufgeladen ist. Das heißt also, hier nochmal Schaden zu machen, ist eine Möglichkeit. Wenn der Weg da vorne lang genug ist, sollte sie das auch töten und ihr müsst nichts weiter tun. Aber hier habt ihr auf jeden Fall dreimal Schaden. Also das ist auf jeden Fall Pflicht. Ich würde hier einen Gefrierer bauen, um sie tatsächlich festzuhalten, sodass sie nicht gleich wieder runterkommen und den noch nicht wieder zurückgeladenen Katapult dann nutzen. Nun, es könnte sein, und das ist jetzt aber, ich halte es für unwahrscheinlich, dass das passiert, aber es könnte sein, dass sie versuchen, hier haben wir also irgendein Ziel, ne, das auch hier oben vielleicht ist. Es könnte sein, dass sie versuchen, hier rüber zu kommen. Dann
Das war jetzt, ja, das war jetzt das falsche Material. Denkt einfach, es wäre Holz. Weil, also ich wollte, also deswegen Holz, weil, na, damit man da so einen Unterschied hat. Dann, Okay, hier. na, kann man natürlich auch hier noch. Ich glaube, sie laufen hier nicht lang. Also ich glaube, sie laufen hier nicht lang. Sie stehen hier, ich vermute, sie wollen wieder runter. Es könnte aber sein, und das habe ich halt schon gesehen, dass es das tatsächlich passiert. Deswegen würde ich es bauen, hier nochmal Wandpfeile hinzumachen. Hier vielleicht nochmal Gefrierer, um sie aufzuhalten, also um sie langsamer zu machen, bis sie hier sind. Hier auch Wandpfeile, bis sie hier sind. Auch hier würde ich einen Gefrierer machen, damit sie, wenn sie hier dann das Ziel angreifen wollen, dass sie wirklich lange brauchen, bis sie da sind. Und hier würde ich natürlich Fallen machen, die Schaden verursachen, also richtigen Schaden verursachen, zum Beispiel Wanddynamos. Man könnte auch über Wandlichter nachdenken, aber ich würde Wanddynamos nehmen. Hier Deckengas oder Deckenelektrizitätsfeld, auch das könnte helfen. Okay, und dann habt ihr es ganz einfach. So, jetzt kommen wir zu diesem Spezialfall. Warum? Jetzt muss ich jetzt mal wieder raus hier. Ich will hier raus, ich will hier raus. Warum? Na, zap, zap. Baue ich jetzt hier so eine ganze Wand hin, schön Offenbar aussehen. wurde ein schwerer Sturm vorhergesagt. Ich Oh, muss ich dich da rausholen, bevor muss er mich beeilen. zuschlägt. Du hast 2 Tage. Das Viel würde Glück. ja, das würde ja schöner aussehen, ne? Also so wäre abgeschlossen, man könnte hochspringen und so weiter und so fort. Ich zeige euch, warum ich es nicht so mache. So, denkt dran, das ist die umgebaute Variante da und das ist die ganze Variante, ne? Ich zeige es nochmal hier. So. Ich zeige euch jetzt, warum ich das so mache. Ja, ich würde es euch zeigen, wenn ich einen Wanddynamo hätte. Also ich baue mal 2 Wanddynamos. Hier kann ich ihn setzen. Hier nicht. Das ist der Grund. Hier kann ich ihn setzen. Hier nicht. Hier kann ich ihn setzen. Hier nicht. Das heißt, jetzt habe ich wieder eine Wand. Was haben wir denn Hier da? kann ich ihn setzen und hier auch. Das ist 2-mal Schaden. Sie kommen von hier unten, fliegen hier hoch, was ich jetzt nicht kann. Weswegen ich mir eine Treppe baue. Fliegen hier hoch, bams. Und während sie hier, sie fliegen ja erstmal bis da zur Decke, ne? Bis da zur Decke, bevor sie dann abgelenkt werden und darüber fliegen. Ein Wanddynamo, 2 Wanddynamos. Man kann die sich sparen, ja, natürlich. Man kann die sich sparen und kann sagen, ey, es reicht ja, was ich hier oben an Schaden mache. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, baut ihr die dahin. Und dann lauft sie hier durch. Hier war ja schon eine Wand. Und laufen hier durch und laufen dann gegebenenfalls hier hinter zu dieser Steinwand, um das dann kaputt zu machen. Und haben halt hier noch jede Menge Fallen. Das heißt also, auch mit blödem Gelände, und das ist hier definitiv, also sowas wie da hinten, ne? Also sowas in der Art war es ja. Mit so blödem Gelände kann man tatsächlich Fallentunnel bauen. Und dann tut's. Tut es wirklich. Es macht so ein Ding so viel einfacher. Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder meines Einsteigerguides. Bis dahin, euer Kubaner und wir werden uns demnächst noch die anderen Fallen ein bisschen näher anschauen. Ciao, ciao.